Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist mein Wochenupdate Woche 17 aus meinem Praktikum als Zeitungsfotograf in Bremen. Kommen wir zum Anfang der Woche, Montag. Da hatte ich noch quasi freie Überstunden abgebaut, habe aber dennoch ein bisschen Orga gemacht, was die Woche so ansteht, ein bisschen telefoniert, dass alles auch wirklich steht. Denn ich habe einen Anruf bekommen, weil diese Woche steht für mich an, oder diese Woche stand für mich an, die Urlaubsvertretung in einer Regionalausgabe, Regionalredaktion. Da, wo ich jetzt quasi eingesetzt werde als Vertretung, da sind zwei Fotografen tätig, zwei Feste oder so. Ein Mann und eine Frau. Und der Mann hat Urlaub und für den bin ich 2 Wochen lang Vertretung. So, das wäre der Stand für die jetzigen 2 Wochen, die jetzt anstehen. Aber am Montag habe ich einen Anruf bekommen, dass die andere Fotografin krank ist. Das heißt, sie fällt aus und ich bekomme mehr Aufgaben. Ist soweit jetzt nichts Schlimmes. Ich sollte mich nur darauf einstellen. Deswegen habe ich schon ein paar Anrufe bekommen am Montag, was so die Woche abgeht. Und dass das mit dem Auto geklärt werden sein sollte oder und so weiter und so fort. Wobei ich eigentlich dachte, dass ich mich nicht selber drum kümmern muss als Praktikant, dass das irgendwie, dass da jemand auf mich zukommt und nicht ich im Dunkeln gelassen werde. Das fand ich ein bisschen unpraktisch oder nicht richtig gut gelöst. Ja, man kann ja nicht von einem Praktikanten alles verlangen, dass er sich um alles kümmert, dass, weil ich irgendwo Vertretung bin, dass ich mich drum kümmere, dass es auch läuft dort von alleine, vom ersten Tag an. Ich dachte, dass am ersten Tag werde ich so ein bisschen noch an die Hand genommen und gezeigt, wie das dort funktioniert, weil ich da noch nie war und etc. Aber nein, ich musste selber drauf klarkommen, selber mich drum kümmern, dass dann alles sofort funktioniert. Finde ich ein bisschen nicht schön gelöst. So, einmal in die Runde. So, das war der Montag. Kommen wir zum Dienstag. Da fingen meine 2 Wochen Urlaubsvertretung an. Um 9 Uhr bin ich ungefähr hingefahren und habe das Auto abgeholt. Bin dann, also die Redaktion dort ist in Fegesack. Für die Norddeutsche heißt es, glaube ich. Unterkategorie auch vom Weserkurier. Genau, da um 9.30 Uhr hin und dann habe ich das Auto abgeholt, um 10 Uhr ungefähr. Und bin dann zu meinem ersten Termin gefahren, der war 10.30 Uhr. Nämlich der Spatenstich von der Glasfaser. Da wurde am Randgebiet von Osterholz, Osterholz-Scharmbeck, in einem Außenbereich, im dörflichen, ländlichen Bereich, wird die Glasfaser ausgebaut. Da war ich dann quasi als Fotograf zum Spatenstich, wo Politiker aus Niedersachsen waren und aus dem Landkreis. Genau, da habe ich das Foto gemacht und ja, Glasfaserausbau, 10.30 Uhr. Dann ging es eigentlich relativ schnell weiter, also 10.30 Uhr das. Die haben dann natürlich nicht pünktlich angefangen, war ja irgendwie klar. Also hat man nur ganz wenig Zeit. Denn ich musste auch schon wieder zum nächsten Termin, denn ich habe dann für nochmal die Hauptausgabe, für den Weserkurier nochmal ein Foto gemacht, für eine Story, die sie mit dem Video, also im Videobereich begleitet haben. Für die habe ich nochmal ein Foto gemacht, dass es auch im Druck in der Zeitung geprintet werden kann, von einem Fahrradladen. Da bin ich nochmal nach Osterholz, Scharmbeck in die Stadt gefahren und habe dort nochmal von einem Fahrradladen, von einem Fahrrad mit dem Ladenbesitzer ein Foto gemacht. Dann hatte ich ein bisschen Zeit, obwohl ich auch weit fahren musste, zu einem Friedhof am Rand von Worpswede. Da war ich ein bisschen früh dort, konnte mich noch ein bisschen ausruhen, konnte was frühstücken und die Bilder schon mal fertig machen, aber hochladen war ein bisschen schwierig, denn Internet oder Mobilfunk ist da nicht so viel gewesen. Ich habe glücklicherweise eine Bäckerei gefunden, wo ich mir auch ein Brötchen geholt habe und dann dort WLAN nutzen konnte. So, 14 Uhr war dann der Termin mit einer Anwohnerin um diesen Friedhof und einem Redakteur, einem Schreiber. Dieser Friedhof soll unordentlich sein, dreckig, verwildert. Ja, das war sozusagen das, was mir bekannt war zu dem Thema. Aber ich war da ja schon ein bisschen früher, habe mich da ein bisschen umgeguckt, bin da rumgegangen
Und ich fand den gar nicht so schlimm. Ich habe schon so viele Friedhöfe in Deutschland gesehen und fand den eigentlich ziemlich okay. Also, ich weiß nicht, was da los war. Also, no front, der war wirklich ziemlich gut. Ich kann ja mal ein paar Bilder einblenden, wie ich ihn empfunden habe, so wie ich ihn auch vorgefunden habe. Und dann gab es auch ein Missverständnis mit dieser Anwohnerin. Diese Frau sollte sich ja mit uns um 14 Uhr treffen. Ich war schon relativ vor 14 Uhr da. Der Schreiber kam, ich glaube, 4-5 Minuten vor 14 Uhr da an, also auch pünktlich. Aber die Schreiberin, Anwohnerin nicht. Dann haben wir so bis, ich glaube, 8 nach gewartet. Und dann kam irgendwann eine Fahrradfahrerin vorbei. Seid ihr die von der Zeitung? Die Frau wartet da hinten. Und dabei wurde uns war ein ganz anderer Treffpunkt ausgemacht. Und sie wartete einfach bei sich zu Hause. Auf der anderen Seite. Egal. Dadurch hatte ich noch weniger Zeit für meine Termine nach. Auch wenn der Termin danach erst um 15 Uhr war, brauchte ich fast eine Stunde dorthin. Weil lange Wege, alles auf dem Land ist. Ja. Auf jeden Fall hat sie uns dann gezeigt, was nicht ordentlich an dem Friedhof war. Ein umgeschmissener Grabstein seit einigen Jahren. Gräber, um die sich nicht kümmert wird, weil die Leute, die sich darum kümmern, die Angehörigen nicht mehr in der Region wohnen und weit weg sind. Ja, über sowas wurde sich aufgeregt. Dann habe ich da ein paar Fotos von gemacht. Ich glaube, ich blende auch nebenbei mal so ein, wo meine Termine sind, dass man mal versteht, von wo nach wo es immer geht. Dann um 15 Uhr mein Lieblingsplatz. Da ging es dann auch wieder an eine ganz andere Stelle. Da habe ich dann einen Herrn fotografiert für eine Serie. Ich weiß noch nicht so ganz, wie das benutzt wird, aber da werden Menschen gezeigt aus der Region mit ihren Lieblingsplätzen. Also es wird immer ein Porträt gemacht. Und sein Lieblingsplatz ist halt hinter Mischpult bei Feiern. Da jetzt aber keine Feier war, haben wir einfach sein Mischpult in sein Büro gestellt und dann ein Bild mit ihm gemacht. Dann ging es auch für mich direkt weiter. Wieder eine Stunde Zeit eigentlich bis zum nächsten Termin, aber ich musste wieder weit fahren. Zu dem Thema Schnitzeljagd. Da dachte ich erst, ja okay, jetzt wird ja irgendwie, werden Kinder losgeschickt oder Erwachsene, die etwas suchen. Aber darum ging es gar nicht, sondern es ging darum, Restaurants vorzustellen. Aber an dem Dienstag war halt alles zu. Da war da kein Betrieb und es sah ziemlich leer aus. Dennoch, die Schreiberin hatte so den Termin ausgemacht. Die Besitzerin von dem Restaurant hat aber ein anderes Datum im Kopf gehabt und war überhaupt nicht glücklich, dass jetzt heute Fotos gemacht werden, an dem Dienstag, wo da nichts los ist. Aber im Endeffekt habe ich dann trotzdem ein paar Fotos gemacht und somit ist die Geschichte auch fertig gewesen. Dann hatte ich ein bisschen Zeit, bis 19 Uhr, da war das Netzwerktreffen. In der Zeit bin ich kurz wieder nach Fegesack gefahren, habe die Bilder bearbeitet und hochgeladen. Also habe mich an den Schreibtisch gesetzt in der Redaktion bei der Norddeutschen. Und dann, als es soweit war, bin ich dann zum Netzwerktreffen gefahren, wo es darum ging, dass jemand ein Buch gemacht hat und dazu haben Flüchtlinge aus der Ukraine ein paar Songs gespielt. Da habe ich ein paar Fotos gemacht. Das war es so viel zum Dienstag. Quasi von morgens 9 bis abends 19 Uhr unterwegs. Ein kleiner Nachtrag von mir, die Stimme aus dem Cut. Am Dienstagabend war ich draußen, um ein bisschen das Gewitter zu fotografieren. Dadurch, dass erst ganz viele Blitze und Donner ein bisschen zu sehen war, bevor es nass wurde, konnte man gut Fotos machen. Ich habe aber leider keine direkten Blitze fotografiert, sondern nur die Gewitterwolken, die erleuchtet wurden. Und auch ein paar Videos dazu gemacht. Hier sind ein paar Fotos und Videos als Einspieler. Und dann als es angefangen hat zu regnen, habe ich alles zusammengepackt und bin nach Hause gefahren. Und kurz bevor ich hier zu Hause ankam, musste ich durch diese eine Unterführung durch, dass der einzige Weg gerade hierhin war und die war unter Wasser. Das heißt, ich bin dann nicht durch das Wasser gefahren, weil ich Angst hatte, mein Auto kaputt zu machen, sondern über den Bürgersteig. Und dann, als ich zu Hause ankam, habe ich das Auto stehen gelassen, Regenjacke an, Gummistiefel und
Regenschirm und bin dann mit der Kamera nochmal los und habe ein paar Fotos gemacht, wo ich mir dachte, das könnte doch ganz interessant sein für die Zeitung. So überschwemmte Unterführungen, Menschen, die einmal Wasser aus dem Keller schütten und sowas. Das habe ich dann fotografiert und dann auch noch in derselben Nacht noch hochgeladen. Und die wurden auch benutzt für gewisse Online-Artikel. Genau. So viel hierzu. Am Mittwoch ging es auch wieder früh. Diesmal, weil mir am Tag davor gesagt wurde, ich kann auch mit dem Dienstwagen auch nach Hause fahren und wieder dorthin, weil das alles ein bisschen einfacher macht, habe ich mir dann am Tag davor dann gesagt, okay, dann fahre ich am Mittwoch mit dem Zug dorthin, hole den Dienstwagen ab. Also bin ich um 8.44 Uhr hingefahren mit dem Zug nach Fegesack, habe den Dienstwagen abgeholt und hatte dann meinen ersten Termin um 10. Das war dann, genau, eine Sitzung im großen Sitzungssaal vom Landkreis. Da ging es um ein Sicherheitskonzept der Polizei. Da habe ich ein Foto gemacht und dann ging es schon weiter. Der nächste Termin war auch um 10 Uhr, also sehr unpraktisch, dass zwei Termine gleichzeitig gelegen sind. Mir wurde aber immer versichert, ja, das schaffst du. Und ich habe immer nachgefragt, bevor ich einen Termin angenommen habe, schaffe ich denn den und den? Und die so, ja, das schafft man, das schafft man. Ich gebe euch jetzt schon mal einen kleinen Hint. Man schafft nicht immer alles und es stresst einen. Das ist schon mal mein Learning aus diesen ersten anderthalb Tagen. So, weiter am Mittwoch. 10 Uhr, anderer Termin. Mein Lieblingsplatz, diesmal eine Archivarin im Stadtarchiv. Osterholz. Das war spannend, aber auch wieder wenig Zeit für das Foto, denn ich war dann da ungefähr um 10.30 Uhr und hatte auch wieder 27 Minuten Fahrt bis zum nächsten Termin, denn mein nächster Termin war um 11. Das heißt, ich habe da meine Fotos gemacht, ganz schnell, und musste dann wieder zum nächsten Termin, wo ich auch, glaube ich, eine Viertelstunde später ankam, nämlich wieder ein nächster Teil der Schnitzeljagd, ein weiteres Restaurant. Wieder war es um die Uhrzeit nicht geöffnet. Und ich habe so nur ein paar Fotos gemacht. Genau. Dann 13 Uhr war dann in Blumenthal waren zwei neue Mitarbeiter, die ich ablichten sollte. Ein paar Porträts habe ich gemacht. Dann ging es rüber von Blumenthal mit der Fähre, aber von Fegesack aus, mit der Fähre rüber nach Lemwerder. Dort sollte ich einen ökonomischen Sinkreis fotografieren. Ich dachte erst, what the fuck, was ist das denn? Da angekommen, hat dann die Frau gesagt, ich habe jetzt nicht mit einem Fotografen gerechnet. Und ich so, okay. Ja, setz dich mal hin. Warte mal kurz. Habe ich mich hingesetzt, die haben erstmal ihre Fragen gemacht, da so ein bisschen. Und dann meinte sie irgendwann zwischendurch so, ich glaube, Foto, das wird heute nichts. Und hat dann gesagt, ja, geh doch mal bitte eine Runde hier spazieren. Wir brauchen von den und den Gebäuden hier immer mal wieder Fotos für irgendwelche Artikel, weil sie nutzen immer dasselbe Foto seit Jahren oder seit der letzten Zeit. Und dann bin ich da rumgegangen, wo sie sagte, und habe dann halt die ganzen Gebäude fotografiert. Und sie meinte, fotografier die, musst du auch nicht verschlagworten, lad die so hoch, sie macht das. Ich so, okay, kriege ich hin. Dann, als ich das fertig habe, bin ich mit der Fähre wieder rübergefahren nach Fegesack. Und habe dann um 17 Uhr in, ich glaube, es war wieder auch Osterholz-Scharmbeck oder weiter außerhalb, habe ich vom MINT das Abschlusstreffen fotografiert. War nicht ganz so spannend, aber trotzdem interessant. Genau. Das war's zum Mittwoch. Am Donnerstag. Also am Mittwoch bin ich ja mit dem Dienstwagen hier nach Hause gefahren. So, kein Problem. Donnerstag ging es um 10 Uhr direkt los. Soll ich einen Schulleiter fotografieren mit einem gewissen Projekt? Mir wurde am Tag vorher gesagt, ja, der Schulleiter, da gibt es auch ein gewisses Projekt zu fotografieren. Da gibt es wohl etwas Fotogenes, da kann man was machen. Da ist irgendwas, was man in die Kamera halten kann, was man zeigen kann. Dort angekommen, mir wurde am Tag vorher schon gesagt, weil ich habe meinen nächsten Termin wieder um 10.30 Uhr, also nur eine halbe Stunde dazwischen, und ich muss wieder eine halbe Stunde fahren. Wurde mir gesagt, ja, geh doch eine Viertelstunde vorher hin, dann kannst du schon mal die Fotos machen und schon mal weiterfahren. Ich war eine Viertelstunde vorher da beim Schulleiter. Der sagte, ich habe jetzt noch keine Zeit, erst um 10 Uhr. Dann habe ich schon mit dem Lehrer ein bisschen gesprochen, der das Projekt begleitet. Der meinte, nee, es gibt nichts zu fotografieren. Dann sagte ich, okay, dann mache ich ein Foto vom Schulleiter. Musste aber dann bis 10 Uhr warten. Habe dann ein Foto von dem gemacht. Mehr halt jetzt nicht. Fand ich wieder tolle Misskommunikation. Das
macht einen sehr unglücklich und ich finde das irgendwie schlecht. Ich würde jetzt gerne ein anderes Wort mit SCH sagen. Jeder kann sich's denken. Also das war einfach echt richtig doof. Und dann habe ich das Foto gemacht, musste direkt weiter und bin dann um 10.30 Uhr bei einer Bürgerstiftung gewesen, bei einem, so einem Pressetermin von einer Bürgerstiftung im Rathaus in Osterhall-Scharmbeck. Kam ich auch gerade so, nicht pünktlich an, so ein paar Minuten zu spät. Ist ja kein Problem gewesen. Dann habe ich da das Foto gemacht. Hatte den nächsten Termin wieder in 30 Minuten später um 11. Aber diesmal wieder ein bisschen Fahrt. Und habe es dann da auch wieder nicht direkt pünktlich hingeschafft. Kam wieder ein paar Minuten zu spät an, nämlich diesmal in Worpswede zu einem Museumsrundgang für eine neue Ausstellung. Da wurden dann die Presseleute eingeladen, das sich anzuschauen. Es war noch nicht alles fertig aufgehangen oder fertig installiert, sondern ein paar Künstler waren noch dabei, das zu installieren. War ganz interessant, so konnte ich einen Künstler bei der Arbeit noch fotografieren. Ja, das war echt ein interessanter Termin. Als ich da fertig war, hatte ich schon so ein bisschen, ich hatte da während des Termins ein bisschen Bauchschmerzen, konnte es aber nicht ganz zuordnen. Habe mich dann am Parkplatz ins Auto gesetzt, die Fotos bearbeitet und hochgeladen, weil die mussten schnell online sein. Und dann hatte ich eigentlich von 11, die Zeit ein bisschen genutzt mit dem Foto verarbeiten. Bis 15 Uhr ging der nächste Termin. Bin dann schon ein bisschen früher dorthin gefahren. Das war nämlich 15 Uhr das Üben oder der Aufbau und Üben vom Les Mona. Das ist so ein Musikfestival, klassische Musik. Dort war ich auch schon ein bisschen viel früher, so ich glaube um 14 Uhr. Das Ding war dann, was soll ich sagen, da war mir dann irgendwie nicht so gut. Ich habe mich erst hingelegt ins Auto, aber im Auto war es total warm. Als ich dann aufgestanden bin, war ich irgendwie total schlapp, meine Energie war weg und ich habe mir irgendwie dann erbrochen auf dem Parkplatz, lag dann da erstmal voll erschöpft auf dem Boden. Und da kam mein ganzes Frühstück raus und ich war komplett, meine ganze Energie war weg. Es war richtig, mir ging es richtig scheiße. Und das haben ein paar von dem Festival da, von diesem Musikding gesehen. Die haben mich dann mit Backstage genommen, haben gesagt, ich soll viel trinken. Hatte ich ja auch schon gemacht an dem Tag, aber ich sollte noch mehr trinken. Und dann haben die mir eine Banane gegeben und Traubenzucker, weil die dachten irgendwie nicht genug gegessen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt halt nur zum Frühstück meine vier Scheiben Toast gegessen. Das war zu dem Zeitpunkt schon, so gute 5-6 Stunden her. Also, zum Mittag kam ich noch nicht so richtig. Wollte ich auch irgendwie nicht, weil es mir ja nicht so gut ging dann. Da habe ich das erste Mal erbrochen um 15 Uhr. Und mir ging es nicht gut. Dann habe ich ein bisschen gewartet, habe mich ein bisschen erholt. Mir ging es auch wieder besser. Und dann habe ich dann noch die Fotos gemacht. Aber nach dem Fotos machen war mir noch nicht so wirklich gut. Ich bin dann in die Redaktion gefahren, habe dann da meinem Chef oder dem Redaktionsleiter da gesagt, hey, mir geht's echt nicht gut, ich habe auch gerade erbrochen. Und da hat er gesagt, dann fahr nach Hause, erhol dich. Und auf dem Weg nach Hause bin ich dann mit dem Auto über die A270 gefahren, die Autobahn. Und dann war mir irgendwann nicht gut und ich bin an die Seite gefahren, hab angehalten, wollte ein bisschen frische Luft schnappen und hab die Tür aufgemacht und bin dann irgendwie zusammengebrochen und hab dann wieder erbrochen. Da kam die Banane wieder raus und in dem Augenblick, wo alles rauskam, sehe ich so einen Schuh neben mir auftauchen. Ich war schon auf den Knien und neben mir tauchte dann so ein Schuh auf. In dem Augenblick sagt dann eine Stimme, hier ist die Polizei. Aber darauf konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Das war wie im Film. Ich hatte dann erbrochen. Und die Polizei dann so, die beiden, die Frau und der Mann, die haben dann erstmal gesagt, sie hat zu ihrem Kollegen gesagt, rufen RTW. Und dann ging das alles nur noch ganz schnell. Und mir ging es richtig irgendwie übel. Also mir ging es nicht gut. Meine ganze Energie war raus. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Es war irgendwie richtig komisch. Dann blieb ich da liegen in meiner Kotze so ein bisschen, aber es war ja nicht so viel, es war ja eher mehr meine Flüssigkeit nur noch, weil ich ja viel vorher getrunken hatte, nicht so viel mehr, mein Magen war ja eigentlich leer. Und dann kam der RTW, die haben alles meine ganzen Werte gemessen, es war auch eigentlich soweit alles gut, mein Puls war nur ein bisschen niedrig,
aber meine Körpertemperatur war erhöht, 38,9 oder so. Ich habe dann auch, das kommen wir gleich zu, ich hatte dann bin ich auch in den RTW reingegangen und saß dann da, die haben nochmal alles gemessen, ich habe noch ein paar Fragen beantwortet und dann haben die mir die Frage gestellt, so hey, fühlst du dich sicher, jetzt nach Hause zu fahren, weil sie wollten mich eigentlich mitnehmen ins Krankenhaus und ich sag so, nee, ihr müsst mich nicht mitnehmen, ich kann wieder fahren. Mir ging es auch dann wieder einigermaßen gut, also mir war da nicht mehr schlecht, ich habe nicht mehr gezittert, mein Körper hat sich echt wieder erholt gehabt, nachdem alles draußen war und ich hatte dann auch so schön von der Polizei und so hier so ein schönes so ein Zettel bekommen, mit so einer Vorfallsnummer drauf und vom RTW habe ich so ein Bändchen hier bekommen, womit das man einlesen kann im Krankenhaus, damit die alle meine Daten schon mal haben. Ja, das heißt, erste Mal brauchen 15 Uhr, zweite Mal brauchen 16 Uhr auf der Autobahn. Und dann bin ich ungefähr so eine halbe Stunde, 40 Minuten später konnte ich dann weiterfahren, bin auch weitergefahren bis hier nach Hause und habe dann, als ich hier gehalten habe am Parkplatz, direkt um 17 Uhr ein drittes Mal erbrochen. Mir ging es wirklich richtig schlecht. Aber ich hatte zum Glück so einen Kotzbeutel bekommen vom RTW, da alles rein. Es kam auch nicht mehr viel raus. Also, aber mir ging es wieder echt scheiße. Bin dann hier reingegangen, habe mich ins Bett gelegt und mir ging es echt nicht gut. Und dann um 18 Uhr habe ich ein weiteres Mal erbrochen, ein viertes Mal im Tag. Und ja, danach war es aber auch vorbei. Also so konnte ich meinen letzten Termin an dem Tag um 19 Uhr nicht wahrnehmen. Da war auch alles gelaufen für mich. Ich habe mich dann krank gemeldet bei meinem Chef und so. Habe denen auch dann das Bild geschickt von dem Polizeiding. Ich hätte auch noch Bilder von der Kotze. Die habe ich auch fotografiert. Aber das wollte keiner sehen. Aber ich hab's. So viel dazu. Am nächsten Tag ging es mir wieder relativ gut. Also am Freitag. Bis auf alle Gelenke taten weh. Also ich blieb den ganzen Tag am Freitag dann noch im Bett. Und heute am Samstag, wo ich es aufnehme, geht es mir relativ wieder gut. Noch so ein bisschen unwohles Gefühl. Also mir ist noch warm. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen leicht erhöhte Temperatur, aber sonst wieder okay. Aber ich ruhe mich lieber noch ein bisschen aus. Genau. Und heute am Samstag kam online eine Fotoreportage von mir, die ich vor einigen Wochen schon gemacht habe. Nehme die zu einem Secondhand-Laden und so sieht die aus. Ich finde, die ist ganz cool geworden. Ja, das war diese Woche. Eigentlich hätte ich heute am Samstag noch ein paar Termine gehabt oder auch morgen am Sonntag, aber die werde ich aus gesundheitlichen Gründen, ich glaube, wie es klar geworden ist gerade, nicht wahrnehmen. Und wenn es mir morgen weiterhin besser geht, werde ich wahrscheinlich Montag wieder weiterarbeiten. Das heißt, wie es dann nächste Woche so läuft beim Praktikum als Zeitungsfotograf, könnt ihr dann im nächsten Video sehen. Das war's für mich aus dieser Woche. Danke fürs Zuschauen. Über einen Kommentar, Fragen oder so würde ich mich sehr freuen. Oder auch über ein Like oder ein Abo. Und bis zur nächsten Woche. Ciao!